Hallo liebe Leute, und weiter geht unsere Erkundung durch die Pyramide in Treasure Energy, bei der wir wieder weiter Mumien jagen müssen. Ah, diese Mumien sind echt nicht toll. Absolut nicht. Es rennt eben, wenn die Felsen das ganze Spiel verlangsamen. Wobei, ich glaube, es sind einfach zu viele Gegner gerade hier auf dem Bild. Ich mach erstmal die... Blue, du stehst ein bisschen falsch. Okay, aber trotzdem, ich habe die alle erledigen können. So, Ponga stehe ich auch mal nach hier oben. Da kann ich auch wieder zwei Gegner angreifen. Manchmal ist es echt praktisch, wenn man so eine Angriffswaffe hat, die zwei Gegner treffen kann. Yay, und das Level Up für Ponga. Ich würde sagen, mit DJK kümmere ich mich um diese Mumie hier. Okay, das muss erstmal reichen. Und mit Rain mache ich diese Felsen kalt. Wobei eigentlich wäre es schlauer gewesen, auf die Gegner drauf zu gehen. Na gut, was soll's. Vielleicht bleiben die ja stehen. Ja, so ist schon mal sehr gut. Dann kann ich mit Ponga gleich den Rest machen. Okay, ich muss nur bedenken, dass die Felsen hier böse sind. Ah, Rain. Mach dir nichts draus, dass du jetzt weggeflogen bist. Hier muss gerade jeder irgendwie leiden, der in der Nähe von Felsen steht. Trotzdem. So. Okay, Ponga. Ja, das eine Vieh trifft, aber die Mumie konnte geschickt ausweichen. Jetzt läuft mal drauf. So. Und das war's mit ihr. Okay, kann ich nochmal? Ja, ich kann auch mal schlitzen. Und dann ist diese Mumie auch bye-bye. Okay, jetzt haben wir nicht mehr viele Gegner. Okay, ist jetzt halb so wild. Können wir ruhig ein bisschen benebelt sein? Ich meine, viel passiert hier eh nicht mehr. Die Gegner machen eh nicht mehr viel. Wir haben sie eh bald alle besiegt. Und dann können wir durch diese Tür durch. Oder durch diesen Weg. Ist ja keine Tür da. Die haben sie ja nicht eingebaut. Dann waren die Leute in den Pyramiden zu faul zu. Aber dafür waren sie geschickt in Hieroglyphen einmeißeln und ja, Labyrinthe bauen hier. Und vor allem Särge zu bauen. Okay, das sieht aus wie ein Teleport, aber erstmal wollen wir hier vorne uns unter die Lupe nehmen. Er sagt, dreh es ein bisschen zurück. Dreh es ein bisschen zurück. Wieder so eines dieser Rätsel, die ich nicht verstehe. Moment, kann ich das hier schieben oder so? Dreh es ein bisschen zurück. Wenn ich da jetzt reingehe, da traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Was soll ich da? Moment. Nee, da kann ich auch nichts mitmachen. Ich hasse Pyramidenrätsel. Okay, sagt das Tagebuch irgendetwas? Hier habe ich sogar noch ein wichtiges High Potion, okay? Dass das sogar noch hier drin ist. Ja, ich benutze es mal. Stonehenge. Die Untergrundstadt. Kulha Pit und die Pyramide. Das sind die letzten drei Orte, die wir also... vier Orte, die wir noch betreten müssen. Ist hier nicht irgendwo ein Opat in der Pyramide irgendwo? Na, wahrscheinlich, aber dazu müssen wir erstmal das Rätsel lüften. Jetzt müssen wir erstmal wissen, was sie meinen. Dreh es irgendwie ein bisschen zurück. Wenn ich wüsste, was. Also ich kann hier ehrlich gesagt gar nichts drehen. Oder muss man sich hier... Ich glaube, das ist das Rätsel zur Lösung, dass wir hier einfach ein bisschen im Kreis laufen müssen. Oder laufe ich in die falsche Richtung? Ich meine, irgendwie so war das, aber... Sowas kommt mir nämlich gerade wieder in den Sinn. Wir probieren es jetzt einfach erstmal ein bisschen aus. Aber es scheint sich nicht zu tun. Oder muss ich dann das Schild nochmal lesen? Nee. Dreh es ein bisschen zurück. Mehr sagt es nicht. Ah! Es hat geleuchtet. Ah! Es sagt, dreh es komplett rum. Okay.
Dann müssen wir es nochmal machen, bis es nochmal leuchtet, wahrscheinlich. Aber es war auf jeden Fall doch richtig. Oder jetzt müssen wir wahrscheinlich die andere Richtung machen. Immer diese Rätsel, aber schon sehr amüsante Rätsel, wenn man mal so überlegt. Also da haben die sich wirklich schon was Geschicktes einfallen lassen. Finde ich eigentlich schon sehr genial. Okay, dann war das... Oh, okay. Er sagt, dreh es noch ein bisschen mehr. Ach so. Moment, da müssen wir nochmal wahrscheinlich so weitermachen. Na komm schon, leuchte. Ja. Okay, das müsste es jetzt gewesen sein. Ah, es sagt, das ist gut. Da haben wir die Pyramide. Kann ich es auch mitnehmen? Scheinbar nicht. Okay. Wie komme ich jetzt an diesen O-Part? Muss ich jetzt rausgehen? Okay, wie kriege ich das jetzt? Oder muss ich nochmal drehen? Irgendwie müssen wir das ja noch berühren können. Also noch weiter im Kreis drehen bringt wohl gerade gar nichts. Schade eigentlich. Mit diesem O-Part. Aber scheinbar wollen sie es mir gerade nicht geben. Okay, was kann ich sonst noch machen? Ich kann auch gucken, ob sich jetzt irgendwie ein Weg aufgetan hat. Aber das scheint wohl auch nicht so der Fall zu sein. Nochmal zurückgehen wäre natürlich auch noch eine Option, aber... will wahrscheinlich auch nicht allzu viel helfen. Frage ist jetzt echt, wie komme ich da dran? Oder muss ich dazu auch nochmal das Tagebuch lesen? Manche Sachen sind echt hier nicht so ersichtlich. Die Gegner bleiben hoffentlich jetzt weg. Nein. Natürlich, nur weil ich mich jetzt gerade heilen und speichern wollte. Jetzt habe ich natürlich wieder den Salat. Okay. Es war wohl auf jeden Fall ein großer Fehler, das zu machen. Merke mir fürs nächste Mal nicht nochmal diesen dummen Fehler machen. Ich aber erstmal gucken, dass ich die nochmal klein kriege. So, das war Nummer 1. Da darf ich nicht drauf. So. Okay, Rain. Naja, immerhin. Das muss erstmal soweit genügen. Jetzt haben die Ratten wieder Lust, uns anzugreifen. Okay, mal wieder ein Feld, was ich nie betreten darf. Ach, verdammt. Ich hätte doch anders gehen sollen. Das regt mich jetzt schon ein bisschen auf, irgendwie, dass das jetzt so beschissen ist. Dass ich jetzt echt nochmal die ganzen Gegner hier bekämpfen muss. Worauf ich eigentlich am wenigsten Lust habe. Dadurch, dass die wirklich schon ziemlich zeitfressend sind. Auch wenn es recht harmlose Gegner sind. Und Erfahrungspunkte geben. Da habe ich Glück gehabt. Aber trotzdem, mies ist es allemal. Man geht nur einmal aus dem Raum und dann... ja, muss man drunter leiden. Ich bin echt davon ausgegangen, dass sie eigentlich, sozusagen so bleiben dann. Dass sie verschwinden. Und nicht nochmal auftauchen. Aber da sieht man mal, dass es dann auch anders ist. Okay, das war's mit dir. Und mit dir auch. Na gut, Leute. Dann wird es echt nochmal amüsant. Entweder ich schaffe es geschickt, diesen Gegner noch auszuweichen, oder... obwohl, hier fallen gleich wieder welche vom Himmel. Genau. Leute, ich schneide diesen Kampf mal raus. Bis gleich. Yay, wir haben den Kampf gewonnen. Damit können wir jetzt endlich gucken, dass wir gleich bei diesen verdammten Mumien da vorbeikommen. Da muss ich aber auch geschickt ausweichen können. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das hinkriegen. Genau bei diesen Mumien. Ich muss es nur irgendwie schaffen, dass sie mich nicht entdecken. Und das wird jetzt gerade sehr fies. Okay, diesen Kampf schneide ich auch ausnahmsweise raus.
Und es ist mal wieder vollbracht. Na Gott sei Dank. Immerhin ging das jetzt einigermaßen. Da kann man nicht allzu viel gegen sagen. So, auf jeden Fall, die Gegner bin ich jetzt los. Jetzt kann ich problemlos hier nochmal... Kann man die nicht irgendwie... Nein, kann man nicht. Oh. Was habe ich denn für eine Scheiße gemacht? Yay! Und Rain hat ein Level-Up erhalten dazu in diesem Kampf. Sehr schön. Jetzt haben wir diese Gegnerplage auf jeden Fall wieder mal hinter uns. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das echt noch hinkriege. Ich frage mich echt, was ich jetzt nochmal genau machen muss. Ich probiere es jetzt wirklich mal mit dem Tagebuch. Oder Notizbuch, woher? Nee, steht immer nur dasselbe. Ja, hier, oben, hier, greif es doch. Ach, Mann. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich hier noch machen kann. Okay, ich hatte den Punkt nicht erwischt. Ey, das ist doch nicht fair. Aber immerhin, jetzt haben wir das vierte Opat, das Pyramidenauge. Okay, was können wir damit jetzt? Wo ist es denn? Das? Okay, hier. Okay. Verursacht einen Blitz. Muss ich jetzt hier wieder raus, oder? Ich probiere mal, das Ding jetzt einzusetzen. Einfach mal, weil ich Lust so habe. Okay, ich muss es also nur halten. Wenn ihr meint... Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier raus. Oh komm schon, lass uns noch ein bisschen in der Pyramide umsehen. Wieso, was fehlt noch? Wenn ich mich hier noch umsehen muss, dann scheint wohl doch noch was zu fehlen. Die Frage ist, was? Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir hier noch so weiter können und so. Vielleicht muss ich das irgendwo absetzen. Das könnte natürlich möglich sein. Ich würde sagen, ich gehe auf jeden Fall... Moment, kann ich diesen Felsen jetzt wegsprengen? Hm, schade. Sonst ist hier nur dieser Felsen. Da finden wir nichts. Hier haben wir auch nur diese Mumie, die brauchen wir auch nicht. Was soll ich sonst noch hier machen? Okay, kann ich jetzt hier... Doch, ich kann hier noch rein. Das sieht gerade aber echt sehr merkwürdig aus. Mit diesem Kessel dort. Okay. Ich speichere es trotzdem mal. Na gut, lassen wir die Felsen jetzt mal runterrollen. Ich glaube, es wird wieder ein dummer Fehler, den ich hier mache. Kann ich drum rum? Okay, ich hab's geschafft. Wow. Das war wirklich sehr knapp bemessen. Das kriegen wir hier doch hoffentlich auch nochmal hin. Ja, ich hab's geschafft. So. Okay, nun sind wir wieder unten. Und du? Also hier raus komme ich nicht mehr. Was soll ich denn hier noch finden? Blue, du willst mich doch nur verarschen, oder? Also ich wüsste jetzt echt nicht, was ich hier noch finden muss, aber... Wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, da werde ich im nächsten Video nochmal gucken, ob ich irgendwie noch das Rätsel lüften kann. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dann, auf Wiedersehen!